Servus, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Lex. Und heute ist es das erste Video im neuen Jahr und ich möchte direkt mal ein Video machen, wo ich einfach ein bisschen darüber rede, was ich so in dem neuen Jahr machen möchte, was die Veränderungen auf dem Kanal sein werden, weil es werden auf jeden Fall Veränderungen kommen, es wird ein bisschen anderer Content kommen, es wird allgemein auch die Struktur ein bisschen anders sein und so. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Im Großen und Ganzen bleibt natürlich der ganze Kanal, bleibt einfach dran, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, wäre ein neuer Kanalbanner und neues Profilbild. Die hat mir ja Robert Stark beide gemacht und die sind zwar nice, aber ich mag es eher mehr, was Eigenes zu haben. Und deswegen denke ich mal, ich werde mich da ein bisschen dran ransetzen. Wenn das Video hier fertig ist, dann werden schon welche fertig sein, dann werde ich euch welche einblenden und dann könnt ihr unten in den Kommentaren diskutieren, was ich nehmen soll, ob ich dann doch beim Alten bleiben soll, aber ich würde eben wirklich, wirklich gerne Neues nehmen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Ideen, die ich da hatte. Erwartet da jetzt keine Kunstwerke, ich kann sowas alles nicht, das ist das erste Mal, dass ich sowas wirklich mache. Also, ja, wie gesagt, ich hab's schon ganz oft gesagt, auch was Thumbnails und so angeht, wozu wir später noch kommen. Ich mach das ja mit GIMP und da bin ich eben noch in dieser Lernphase. Ich mach das jetzt seit dem ersten Video auf dem Kanal hier. Vorher habe ich das nie gemacht, nie. Das ist ganz, ganz neu für mich. Man muss sich da erstmal reinfuchsen, das dauert nochmal eine Weile. Ja, dann habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht Intro machen möchte. Was auf jeden Fall kommen wird, also beziehungsweise worauf ich extrem Bock hätte, wären serienabhängige Intros. Zum Beispiel, wenn ich ein Stream-Projekt mache, kommt dort ein eigenes Intro. Wenn ich Lex Spielt Random Stuff mache, kommt davon ein eigenes Intro. Wenn ich Lex Labert mache, kommt ein eigenes Intro. All sowas. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Ist auf jeden Fall eine 99%ige Chance. Plane ich auch schon seit Wochen, aber ich dachte mir, mit Neujahr ist das jetzt eigentlich ganz geil. Und dazu passend natürlich ein Outro. Ich habe ja schon mich an einem Outro probiert. Das war ja dann nur ein Bild und gut ist und ein kleiner Song. Aber da werde ich nochmal ein ordentliches Outro machen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, dann kommen wir zum Interessanteren und zwar zum Content. Ich möchte auf jeden Fall mehr Lex Labert Videos machen, falls ihr nicht weißt, was du Lex Labert und sowas ist. Das findet ihr alles unter dem Playlist-Abschnitt auf meinem Kanal. Da ist alles angezeigt. Lex Labert ist das, wo ich die Pizza einblende, wo viele Bilder einblende und das soll jetzt noch mehr werden. Also ich möchte wirklich ganz viele Bilder einblenden, ganz viele Clips einblenden. Ich möchte viel, viel mehr noch cutten, dass die Videos nochmal unterhaltsamer und nochmal geiler werden. Da habe ich extrem viel Bock drauf, weil die Videos gefallen mir persönlich auch am meisten, aber ich möchte darauf nicht das Hauptaugenmerk legen, einfach weil ich da nicht so Bock drauf habe. Aber ich möchte, dass das auf jeden Fall immer mal in regelmäßigen Abständen kommt, so 2-3 Mal im Monat, wäre auf jeden Fall geil. Dann, was bei mir eine ziemlich hohe Priorität ist, ist das Thema weniger Videos in dieser Richtung, das Video endet, wenn das und das passiert. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist zwar cool aufzunehmen, es geht alles schnell, es wird auch noch 1-2-3 Mal kommen, aber ich habe da einfach nicht so den Bock drauf. Die Videos sind nicht aufwendig. Wenn ich die hochlade, fühlt sich das einfach nicht so nice an. Dasselbe bei Uncut Let's Plays, die auf jeden Fall auch nicht mehr kommen werden. Es wird aber Let's Plays geben. Die kommen aber nur noch im Stream. Das ist wichtig zu sagen. Es wird Let's Plays geben, wie Lego Marvel Superheroes und sowas. Aber ihr habt ja gemerkt, ich habe jedes Let's Play bis auf Astros Playroom abgebrochen. Bei Astros Playroom, das kann ich euch sagen, gibt es noch ein extra Level, welches ich nicht gefunden habe. Das ist versteckt. Ich habe es nicht gesehen. Ihr habt das Spiel mittlerweile platiniert. Ich habe alles in dem Spiel gesehen, was es gibt. Und dabei ist es mir aufgefallen. Ich habe es aufgenommen, vergessen, Mikrofon-Audio aufzunehmen. Ja, Let's Plays auf gar keinen Fall mehr als Video, sondern nur noch im Streams und keine Uncut-Videos mehr soweit. Allgemein möchte ich nicht mehr so viele kurze Videos, die nur 30 Sekunden gehen und sowas. Das möchte ich alles nicht mehr. Ich möchte, dass Videos mittlerweile eine souveräne Länge haben. Bei 4 Minuten oder so ist jetzt auch nicht souverän, aber mindestens 4 Minuten. 3,5 geht auch noch in Ordnung. Oder vielleicht mal 3, aber kürzer nicht. Das feiere ich nicht. Dann möchte ich auf jeden Fall wieder mehr Lex Spielt Random Stuff machen. Das war zum Beispiel Racing Bros, wozu auf jeden Fall ein zweiter Teil kommen wird. Oder Kingdom Hearts VR, VR sowieso dazu noch, das würde erstmal schwierig, weil ich muss mir erstmal so einen Adapter bestellen, damit die VR wieder mit der PS5 kompatibel ist. Das ist oder so eine Kamera, muss ich mal gucken. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Mehr Lex Spielt Random Stuff, extrem geiles Projekt, habe ich Bock drauf. Dann möchte ich mehr Discord-Eskalationsparty machen. Das können wir auch gleich mit dem nächsten Punkt verbinden, mehr Togethers. Ich möchte mehr mit anderen Leuten zusammenarbeiten, finde ich einfach nice. Und Discord-Eskalationsparty ist ein nice Projekt und Robert Stark und ich planen schon seit Ewigkeiten, das mal weiterzuführen. Jetzt ist es bald soweit, hoffentlich. Wenn wir gerade beim Thema mit anderen Leuten sind, ich möchte mehr Among Us Content machen, dann möchte ich Hermann vs. Lex weiterführen. Ein Projekt, welches ich recht zu Beginn des Kanals gestartet habe und ich möchte es auf jeden Fall weitermachen. Einfach weil Hermann ganz schön untergegangen ist die letzten Monate. Das war ziemlich geil, da möchte ich auf jeden Fall was machen. Dann möchte ich bessere Thumbnails machen, Thema hatten wir ja vorhin schon mal. Ich möchte mir einfach noch mehr Zeit für meine Thumbnails nehmen. Es gibt so 1-2 Thumbnails, wo ich wirklich gesagt habe, die sehen echt nice aus, aber auch Thumbnails. Wir reden jetzt von den neueren. Ich habe ja ab einem
einem gewissen Zeitpunkt schon mal gesagt, jetzt gibt es bessere Thumbnails, aber selbst das ist noch nicht die Finalversion. Ich möchte dieses Jahr in den nächsten Wochen auf meine Finalversion draufkommen. Klar, es geht immer besser, aber ich möchte so dann sagen kann, okay, jetzt sind es gute Thumbnails. Ich kann ja hier schon mal ein, zwei einblenden, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, die haben mir wirklich, wirklich gut gefallen. Dann ist mir mal aufgefallen, beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen, dass das Video, ich mache einen Song, da habe ich ja gesagt, 6 Likes und ich mache einen ganzen Song. Ja, da es gab 6 Likes und einen Dislike, da habe ich gesagt, okay, das zählt nicht. Ja, jetzt steht es 9:1 und der Song, der kommt dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war einfach mal ein bisschen was anderes, aber das war schon mal das erste Video dieses Jahr. Ich denke mal, es wird am 2.1. kommen, hoffe ich. Tschüssing!